Hallo Freunde, heute geht es um das Thema Bending, Saitenziehen, was ja für uns E-Gitarristen enorm wichtig ist. Und immer wieder sehe ich in meinem Unterricht, dass obwohl es technisch für viele gar kein Problem ist, die Bendings korrekt zu spielen, doch die wichtigen Sachen, wenn es wirklich um die klanglichen Details geht, echt nicht wirklich klar genug wahrgenommen werden. Was höre ich oft in meinem Unterricht? Ein Schüler spielt ein Bending, zum Beispiel dreimal hintereinander. Und dann klingt dieses Bending jedes Mal ein bisschen unterschiedlich. Auch wenn der Zielton getroffen wird und das Ganze eigentlich von der Tonhöhe her richtig ist, ist es dennoch auch nicht ganz unwichtig, wie man zu dem Zielton kommt. Wenn wir die Saite hochziehen, lasst uns jetzt drei Möglichkeiten in Betracht ziehen, wie wir das Ganze umsetzen. Und zwar die erste Möglichkeit ist, wir spielen die Saite an und ziehen sofort hoch, ohne zu warten. Also so, dass man die Ausgangsnote eigentlich gar nicht bis kaum wahrnimmt. Was wichtig ist, keine Release-Note spielen, also die Saite nicht loslassen, sondern wenn ihr fertig seid mit dem Bending, erstmal die Saite stoppen. Dann stört auch gar nichts, dann ist nichts anderes mehr am Klingen. Also die erste Möglichkeit, sofort hochziehen. Die zweite Möglichkeit, das ist so eine Art Vorschlagsnote. Dazu hatte ich übrigens auch schon mal ein Video gemacht, also guck mal gerne auf meinem Kanal. Das heißt, die erste Note, die Ausgangsnote, hört man ein kleines bisschen. Und zwar klingt es dann so. Auch hier ganz wichtig, wie bei dem Bending davor auch, wenn du mit dem Bending fertig bist, stopp die Saite und dann erst runter. Und die dritte Möglichkeit wäre, die Ausgangsnote als einen Notenwert zu spielen, zum Beispiel als eine Achtelnote. Ja, dann hätten wir 1 und 1 und 1 und, das wäre der Rhythmus. 1 und. Genauso kann man das mit dem Pre-Bending machen, wenn du die Saite schon hochgezogen hast. Und von da aus startest, kannst du direkt nach unten spielen, so dass man quasi die Ausgangsnote in diesem Falle, das Pre-Bending, nicht hört. Oder du kannst auch zuerst anspielen als Vorschlagsnote oder eben auch als Achtel. Probieren wir das mal in einer Phrase. E, D, C, A, G, A. Jetzt spiele ich einfach die Note E mit dem Bending. Beim ersten Mal spiele ich das mit der ersten Möglichkeit, dass man die Ausgangsnote gar nicht hört. Beim zweiten Mal spiele ich das mit der zweiten Möglichkeit, dass man die Ausgangsnote als Vorschlagsnote hört, und beim dritten Mal spiele ich die Ausgangsnote als eine Achtelnote. Also, los geht's. Viel Spaß beim Ausprobieren. Lass mal gerne einen Kommentar da, ein Abo, like das Video, unterstütz mich. Ich kümmere mich darum, dass immer mehr Videos kommen. Viel Spaß, bis bald, ciao.